Oh mein Gott, Leute, endlich ist es soweit. Spoiler zum Kapitel 1106 und ich kann euch sagen, das Geheimnis rund um Rumi Wakasa ist endgültig gelüftet. Alles zu Rumi, den Kojaneda-Fall von vor 17 Jahren und rum, wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß! Komm mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Corner-Podcast hier auf diesem Kanal. Ich kann auf jeden Fall schon mal eine Sache vorwegnehmen, dieser Podcast wird extrem lange gehen, denn es ist unglaublich viel passiert. Die Spoiler zum Kapitel 1106 haben meine Vorstellung bei weitem übertroffen. Das große Geheimnis rund um Rumi Wakasa, also einer der großen drei, wurde nun endgültig enthüllt. Und ist es nicht so, dass wir jetzt irgendwie so eine Sache dazu bekommen? Nein, es ist einfach eine Informationsflut. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen damit an, dass Rumi Wakasa gar nicht Rumi Wakasa ist. Das ist eigentlich schon das größte Geheimnis. Und bevor wir jetzt mit den ganzen Informationen fortfahren, möchte ich nochmal uns alle auf eine Grundlage bringen, ja, auf ein Fundament. Denn wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass dieses Kapitel 1106 nur die Geschichte weitererzählt. Die Geschichte des epischsten Detektiv-Conan-Falles, den es jemals in Detektiv-Conan gegeben hat. Wir wissen, dieser Fall wurde sogar extra mit einem Teaser-Video angekündigt und wir wussten auch schon, dass wir hier etwas mit einem Shogi, also mit einem Schachturnier, zu tun bekommen haben. Und damit war natürlich klar, wenn wir etwas in der Gegenwart mit einem Shogi-Turnier zu tun bekommen, dann kriegen wir auf jeden Fall Flashbacks und Informationen zum Koji Haneda-Fall von vor 17 Jahren. Einer der epischsten Fälle in ganz Detektiv Conan, wenn nicht sogar der Fall in Detektiv Conan, der der Wendepunkt war. Denn rund um diesen Fall gab es natürlich die Morde von Amanda Hughes, eine reiche Amerikanerin mit Kontakten zum CIA und FBI und natürlich auch das Versterben der Mord an Koji Haneda. Und Koji Haneda ist natürlich ein Nachkomme des Haneda-Clans und dieser war sehr, sehr mächtig und hatte auch mächtige Freunde. So wurde unter anderem dann Tsutomu Arkai, weil Tsutomu Arkai war ein Freund vom Vater von Koji, beauftragt, den Tod seines Sohnes zu untersuchen und ist dann nach Amerika gegangen, um Kontakte zu knüpfen, um sich der Sache anzuvertrauen. Das war unter anderem auch der Zeitpunkt, wo er quasi dann seiner Familie, ich erinnere nur an den Fall von vor 10 Jahren am Strand, seiner Familie gesagt hat, dass sie nach Japan gehen soll. Also Mary, wo sie am Strand waren, mit Yukiko, mit Conan, mit Shukichi, mit Shuichi, mit Masumi, wo die noch klein waren, dass seine Familie fliehen soll, quasi nach Japan geht, weil er sich mit mächtigen Männern, also der schwarzen Organisation, angelegt hat. Das war die Grundfrage, beziehungsweise der Grundfall und darauf baut alles auf. Dann haben wir kurz Zeit später 3 Leute bekommen, 3 Protagonisten, die eine sehr, sehr starke und eine wunderbare Verbindung haben zum Fall von vor 17 Jahren. Unter anderem Rumi Wakasa, die als Lehrerin eingeführt wurde, ja, die Vertretung ist von Fräulein Kobayashi. Und dann haben wir noch Kanenori Wagita, dieser mysteriöse Sushi-Koch, ja, und natürlich noch Hiyoe Kuroda, der bei der Polizei ist. Wir wissen auch, dass er bei der Sicherheitspolizei ist und über Amuro steht. Also wenn er über Amuro steht, steht er auch logischerweise über Kasamis, also auf der guten Seite. Und alle hatten natürlich so ein bisschen mit diesem ganzen Rum-Szenario gespielt, weil die alle eine Verletzung im Auge hatten. Wir wussten, dass Ai gesagt hat, dass Rum eine Verletzung am Auge hat. Wir haben immer mehr Informationen bekommen, dass er ungeduldig ist. Und dann war natürlich klar, irgendwann muss es gelüftet werden, welche von diesen 3 Personen ist Rum. Dann wurde natürlich Rum enthüllt, ja, es war natürlich dann Kanenori Wakita, ja, der Sushi-Koch. Dann wussten wir, okay, eine Person von diesen 3 ist enthüllt. Wer sind die anderen, ja? Wir haben noch Rumi Wakasa, wir haben noch Hiyoe Kuroda. Und bei Rumi Wakasa dachten wir lange, okay, vielleicht ist es Asaka, der Bodyguard von Amanda Hughes. Wir wussten bei Hiyoe Kuroda, wer ist es? Ist es vielleicht Tsutomu Arkai? Aber diese Theorie ist natürlich jetzt so mit diesem Podcast auch eigentlich quasi bei Null, weil Tsutomu Arkai ist einfach nicht Hiyoe Kuroda. Und ich kann auf jeden Fall sagen, in diesem Podcast wird enthüllt, wer Rumi Wakasa ist, ja. Und wir sind jetzt im aktuellen Fall mit Kapitel 1106. Wir wissen, wir sind bei dem Shogi-Turnier, Rum ist wieder am Start. Er hat Scharfschützen in Position gebracht, um genau zu sein, Chianti und Korn, die Rumi ins Ziel nehmen. Und dann sitzt er vor seinem Laptop und kriegt dann ein Flashback, ja. Er hat quasi den Befehl gegeben zum Töten.
aber dann hat er einen Flashback bekommen und wir sind wirklich von vor 17 Jahren am Tatort, am Shogi-Turnier, wo Koji Haneda und Amanda Hughes getötet worden sind. Unglaublich geil. Und was wir da sehen, ist einfach krass. Er sitzt so in seinem Büro, er hat so ganz, ganz viele Leute von der schwarzen Organisation hinter sich. Ein paar Gesichter kennen wir auch. Und dann schaut er auf den Monitor, es war natürlich alles überwacht. Und dort hat er einen blonden Mann gesehen. Ja, einen blonden Mann und dann ist ihm aufgefallen, weil Amanda Hughes die ganze Zeit beschattet wurde, dass dieser der Bodyguard von Amanda Hughes war. Unter anderem hat er sich immer verkleidet, er hat verschiedene Rollen angenommen und ich kann schon mal vorwegnehmen, dieser Bodyguard war gar kein Mann, sondern ist in echt eine Frau. Ja? Und diese Frau ist ein weiblicher Bodyguard von Amanda Hughes und sie hat Amanda Hughes immer natürlich in verschiedenen Formen beschützt. Unter anderem Monaco, GP, ja, also bei Rally, ja, also bei hier Ferrari, Rennautos und so weiter und so fort. Nicht nur das, bei elitären Veranstaltungen, ja, wir waren auch bei einem übelst krassen Golfturnier, ebenfalls ein etwas älterer Mann war ebenfalls der Bodyguard. Wir waren auch bei einem krassen Ball in Paris, ja, da war er auch am Start, der Bodyguard. Unglaublich nice. Ja, er hat sich verkleidet mit Dreadlocks. Ja, wie geil ist das denn? Bei einem Cannes Film Festival. Unglaublich. Also das sind alles sehr, sehr elitäre, wunderbare Veranstaltungen, die eigentlich ausschließlich nur für Leute sind, die geladen sind, die Kontakte haben, die Macht haben, die reich sind, die wohlhabend sind, die irgendeine Art und Form von Prestige mitbringen. Ja, es sind sehr, sehr prestigeträchtige Ereignisse. Oder zum Beispiel bei Wimbledon, ja, haben wir sie auch gesehen. Und dann wusste er natürlich, was zu tun ist, dass Amanda Hughes auch da ist und er hat seine Leute geschickt. Sie haben ihn mit einer Masche verarscht, ja. Er wurde dann niedergeteasert, wurde dann quasi in einem Koffer verscharrt. Und ja, ich kann euch jedenfalls auch gleich sagen, wer diese Frau überhaupt war. Unglaublich nice. Also ich kann schon mal auf jeden Fall sagen, dass es einiges hier noch abverlangt wird in diesem Fall. Aber ich möchte erstmal chronologisch weitererzählen. Nachdem quasi der Bodyguard entledigt wurde, ja, hatte man natürlich freie Bahn. Man hatte freie Bahn, es waren nur noch zwei Leute da. Ja. Wir haben natürlich dann die Person, die immer bei Amanda Hughes war, sehr, sehr nah, was Rumi Wakasa ist. Rumi Wakasa war die ganz close Person, die immer bei Amanda Hughes war. Und dann haben wir noch einen größeren Mann gehabt, der gerade erst angestellt wurde. Ja? Und dann war quasi freies Feld, dann hätte man Amanda Hughes töten können. Und dann sehen wir einen wunderbaren Dialog von Amanda Hughes und Rumi Wakasa, wie sie miteinander reden. Und jetzt kommen wir zu den Fakten. Und zwar sagt Amanda Hughes, beziehungsweise spricht sie mit Rumi Wakasa, und da sagt sie, Asaka, ja, so hat sie quasi Rumi genannt, ich habe dich wie meine Tochter erzogen. Und sie hat Amanda Hughes mit Mutter angesprochen. Also es war wirklich wie eine richtige Mutter für sie. Und dann hat sie gesagt, kann ich dich als Mutter etwas bitten? Und dann ist weg. Ja? Rumi Wakasa ist auf einmal weg. Unglaublich krass. Und dann kommen durch die Tür die Männer in Schwarz und ganz, ganz hinten kommt Kanenori Wakita, wo er damals noch zumindest etwas jünger war. Und die Sache ist, Amanda Hughes war alleine. Rumi Wakasa war weg, weil Amanda Hughes sie weggeschickt hat. Sie sitzt da mit einem Wein in der Hand, ja, mit Alkohol oder mit Champagner und wartet auf sie. Sie wartet auf die schwarze Organisation, als ob sie wusste, dass sie hier geschnappt wird. Wie geil ist das? Macht noch so Witze so. Ihr seid voll laut. Also, ich habe euch gar nicht eingeladen. Was macht ihr hier? So, gerade der ganz hinten, so, das ist der Schlimmste von allen, der sich so versteckt. Und dann hat sie gesagt, wir haben uns doch getroffen. Von vor über 50 Jahren haben sich Amanda Hughes und Kanenori Wakita alias Rum getroffen. Und zwar bei einer Geburtstagsparty eines japanischen Millionärs. Vor über 50 Jahren. Da sagt sie weiterhin, du warst damals noch ein Kind. Also Rum alias Kanenori Wakita war damals noch ein Kind. Und dann hat sie sich auch noch erinnert, ich habe mich erinnert, du wurdest immer mit diesem komischen, witzigen Spitznamen angesprochen. Ja? Ich glaube, es war Rum, richtig? Oh mein Gott. Und jetzt müssen wir erstmal überlegen. Wenn sie Rum also getroffen hat, vor 50 Jahren und er damals noch ein Kind war, können wir sagen, okay, gut, wie alt war das Kind? Ist es 6 gewesen? Ist es 10 gewesen? Ist es 12 gewesen? Auf jeden Fall muss er ja schon alt gewesen sein. Das heißt, wir reden hier übrigens davon, dass er so fast 60 ist, damals 70 oder so schon. Das heißt, sehr, sehr alt. Ja,
sehr, sehr alt muss er hier sein. Und das Problem ist halt aber, er sieht auf dem Bild gar nicht so alt aus. Er sieht hier auf dem Bild so aus wie 40, ja, maximal wie 45. Das ist doch krank, oder? Und er hätte viel älter aussehen müssen. Das ist schon mal das erste Krasse. Und das Lustige ist halt einfach, dann haben wir noch einen Skip bekommen, was es so quasi bei dem anderen, bei dem großen neuen angestellten Typ war, ja. Unter anderem war das ja Hiyori Kuroda, der wollte, sollte auch überwältigt werden, wurde hier verarscht, aber er konnte sich verteidigen. Von zwei Männern in Schwarz wurde er angegriffen, er hat sich aber wie gesagt erfolgreich verteidigt. Der eine sah auch so ein bisschen aus wie Tequila. Und jetzt kommen wir zu den gesamten Fakten, die ich noch nicht genau angesprochen habe. Ich wollte erstmal, dass ihr das seht, was quasi die Spoiler, was das Kapitel 1106 mit sich bringen, versteht. Also, erstmal habe ich ganz lange darüber geredet, dass Rumi Wakasa gar nicht Rumi Wakasa ist. Sondern, aufgepasst, ihr richtiger Name ist Rachel. Rachel Asaka. Asaka ist einfach ihr Nachname. Es war kein Codename, kein Spitzname, nein. Rachel Asaka. Asaka war einfach ihr Nachname. Und jetzt kommt es. Warum hat denn Amanda Hughes zu Rumi gesprochen, aka zu Rachel gesprochen, dass sie wie eine Mutter für sie ist? Und Rachel hat Amanda als Mutter auch angesprochen. Ganz einfach, denn Rumis Vater war damals Amandas Bodyguard, ja? Er ist aber gestorben. Er ist gestorben und sie musste daraufhin einfach in ein Zeugenschutzprogramm. Sie musste in ein Zeugenschutzprogramm, weil sie Zeugin war und ausgesagt hat. Deshalb wurde sie quasi dann von Amanda Hughes aufgenommen. Sie wurde von Amanda Hughes aufgenommen, deshalb auch der andere Name wegen Zeugenschutzprogramm. Du kriegst ja eine neue Identität und so weiter und so fort aus Sicherheitsgründen. Und Amanda Hughes wahrscheinlich war halt einfach sehr, sehr close mit ihrem Bodyguard. Du verbringst ja mit deinem Bodyguard sehr, sehr viel Zeit, ja. Und wenn Rachels Vater ihr Bodyguard war und dann gestorben ist, ja, ist es natürlich auch vielleicht eine Freundschaft gewesen. Vielleicht fühlte sie sich auch ein bisschen schuldig. Rumi war sehr, sehr klein auch und hat sie quasi aufgezogen, ja. Und das Krasseste ist einfach, dass sie wie einfach eine Mutter war. Und das ist einfach etwas, womit gar keiner gerechnet hat. Das heißt also, dass Asaka wirklich Asaka war, ja. Die Sache ist, es ist einfach so eine Art Familientradition, Amanda Hughes zu schützen. Und sie wollte halt einfach nicht, dass ihre Tochter stirbt und hat sie deshalb weggeschickt. Natürlich nicht ihre biologische Tochter. Ich hoffe, ihr habt das jetzt krass verstanden. Also das ist einfach mindblowing. Das ist einfach mindblowing. Und das Krasse ist, wir hatten ja auch noch ein Gespräch, wo wir Koji haben, wo wir Rachel haben, wo wir Amanda hier haben. Und dann sagt Koji auch, dass Rachel sein Typ ist. Das heißt also, er hat hier gesagt, dass Rachel sein Typ ist. Das heißt also, er hat sich zu ihr hingezogen gefühlt, er hat sie in irgendeiner Art und Weise begehrt. Was natürlich auch eine Theorie von mir damals wieder aufkeimen lässt, das warum war denn Rumi aka Rachel denn so besorgt über den Tod von Koji Aneda und so weiter und so fort, Flashbacks, und wir wussten ja damals schon, oder ich zumindest habe immer gesagt, dass sie auf der guten Seite ist und du brauchst irgendeine Nähe, um etwas so schlimm finden zu können. Und meistens hast du die Nähe, wenn du eine Bindung zu dieser Person hast. Egal, ob es eine körperliche Bindung ist oder eine etwas andere Bindung, dass eine Art Anziehung geherrscht hat. Es könnte also wirklich sein, dass ihr Freund gewesen wäre oder Freund ist. Auf jeden Fall mochte er sie. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch sagen. Das wurde ja auch enthüllt in diesen Spoilern zum Kapitel 1106. Und dann hat Koji auch noch erzählt, was genau es auf sich hat mit Rachels Auge. Ja, wir wissen, sie hat eine Verletzung im Auge, irgendwie kann sie nicht gut sehen. Das Ganze ist einfach ein schwarzer, grauer Star. Ja, also eine Augenkrankheit, die sie hat. Sie wurde also nie irgendwie krass oder so verletzt. Sie hat einfach grauen Star. Ja, und deshalb ist sie quasi extrem eingeschränkt in dem, was sie sieht und wie sie sich dann verhält, weil sie halt manchmal einfach nicht so gut sieht. Das sind so die Spoiler, die wir haben. Wie geil ist das denn, ja? Wie gesagt, hier wurde auch nochmal bestätigt, das möchte ich auch nochmal finalisieren, dass Hiyori Kuroda auch bei der Sicherheitspolizei ist und einfach das Schachturnier sehen wollten, ja? Er ist mit einem Freund nach Amerika gegangen, um das Schachturnier zu sehen. War also mehr oder weniger Zufall so. Auch, dass der da quasi involviert ist. Und wir wissen auch, dass Rum von Fehlern gesprochen hat. Jin hat von Fehlern gesprochen, die in der Vergangenheit passiert sind. Es sind zwei Fehler. Unter anderem natürlich einmal, dass Asaka aka Rachel nicht getötet wurde.
und dass der große Boy, der große Junge, der angestellt ist, gerade angefangen hat, auch entkommen ist. Damit ist natürlich die Rede von Rachel, ja, also von Rachel Asaka und natürlich von Hiyori Kuroda. Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart und jetzt möchte natürlich auch Rum, alias Kaninori Wakita, der einfach viel zu gut aussieht für sein Alter, muss jetzt quasi seine Fehler von damals bereinigen. Deshalb würde er natürlich Rachel aka Rumi Wakasa töten und ich glaube dann auch, dass er noch mit Hiyori Kuroda eine Rechnung offen hat. Das sind auf jeden Fall die Spoiler zum Kapitel 1106. Unglaublich krass, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach unglaublich, was hier alles passiert ist. So viele krasse Sachen. Warum war Amanda Hughes auf dieser Party? Von Renya Karasuma alias Anokata. Warum war Rum als kleines Kind da? Es könnte auch sein, dass Rum, so ähnlich wie Amuro, sage ich jetzt mal, schon als kleines Kind zur Organisation gekommen ist, weil er nichts hatte. Wahrscheinlich, weil er auch seine Eltern verloren hatte, weil es schwierig war. Wir wissen ja, die Organisation hat oft Kinder rekrutiert. Okay, bei Aihaibara war es mehr oder weniger ja auch, weiß ich auch noch, ein halbes Kind, wo sie ja schon für die Organisation gearbeitet hat, eigentlich auch nur durch ihre Eltern wurde sie reingezogen. Amuro, wissen wir auch nichts über seine Vergangenheit, er war schon als kleines Kind in die Organisation. Wenn wir uns jetzt ein paar Short Stories angucken, zum Beispiel mit Generic, der ja auch in der Organisation war, ist natürlich jetzt off-topic, ist jetzt non-canon, ja, der mit Aihaibara auch zusammengearbeitet hat. Generic war auch ein Junge, der Crush auf Aihaibara hatte, war auch ebenfalls nichts bekannt über sein Elternhaus, Amuro ebenfalls. Und wenn Rum als kleines Kind auf dieser Geburtstagsparty war, muss es ja auch seine Gründe geben. Ja, entweder er war auch wohlhabend oder irgendwas musst du ja haben, eine Verbindung, warum du dann auf einer Geburtstagsparty eines Millionäres bist. Du kannst ja nicht der Freund sein, weil du halt einfach ein kleines Kind bist. Also wo sind die Bezugspunkte? Ich glaube auch, dass er quasi da schon rekrutiert wurde von Organisationen, vielleicht durch familiäre Sachen, weiß man nicht. Aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die wir im Moment wissen. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Ich hoffe, diese Spoiler haben euch gefallen zu Kapitel 1106. Bleibt dran. Und wie gesagt, in diesem Fall kriegen wir auch noch Flashbacks zu Tomo Akai. Wir sind ja jetzt wieder in Amerika in diesem Flashback. Und ich bin echt gespannt, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dieser Podcast hat euch gefallen. Wenn ihr keinen Podcast-Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Ist kostenlos. Aktiviert die Glocke. Bleibt am Ball. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Kado Akai.